Ich wurde gefragt, was macht eigentlich Grotowski? Man hatte ihn schon fast für tot erklärt. Auch in den ersten Jahren in Pontedera arbeitete er in einem kleinen, geschlossenen Kreis. Er machte nie Werbung für sich. Man erfuhr nie, dass ein Workshop stattfinden würde. Man musste sich dort selbst vorstellen. Es gab 200 Bewerber und es wurden nur 2 oder 3 angenommen. Als Grotowski hierher übersiedelte, war er schon sehr krank. Er wollte absolut nicht, dass das Publikum wurde. Im Gegenteil. Die Menschen, die es wussten, sehr wenige übrigens, bewahrten das Geheimnis. Am Ende war er völlig erschöpft und sehr krank. Zum ersten Mal sah ich, dass er sehr verletzbar wurde. Er dachte immer nur an seine Mitarbeiter und gleichzeitig schützte er sie. Zugleich wusste er, dass er seinen eigenen Bedürfnissen, seiner Vision treu zu sein hatte. Schließlich merkte ich, dass ihn die große Liebe, die er für Thomas empfand, äußerst verletzbar gemacht hatte. Ich entdeckte einen völlig veränderten Grotowski. Ich konnte es nicht verstehen. Ich fragte ihn, warum unterrichten Sie in Paris? Ist das denn so wichtig für Sie? Er wird Sie noch umbringen. Er war unfähig, mir darauf zu antworten. Er sagte nur, mir wurde dieses bedeutende Geschenk in die Hände gelegt, das Collège de France, und die Möglichkeit, vor vielen Menschen zu reden. Und nun sind meine Hände völlig erschöpft. Ich kann dieses Geschenk nicht länger tragen. Er hielt 3 Vorlesungsreihen von jeweils 3 Stunden. Als er das letzte Mal nach Paris kam, hielt er seine Vorlesung bis zum Schluss. Als er in seine Garderobe zurückkam, brach er zusammen. Es war ein Wunder, dass er bis zum Ende durchgehalten hat. Niemand im Zuschauersaal wusste etwas davon. Die Theater, in denen er seine Vorlesungen hielt, hatten 800 Plätze, das Odeon zum Beispiel. Es kamen vor allem junge Leute und auch einige Professoren von der Universität, aber nur wenige professionelle Schauspieler. Eines der letzten Male, als ich ihn sah, war, als er hierher ins Théâtre des Bouffes du Nord kam. Es war eine seiner letzten Vorlesungen in unserem Theater. Er erweckte damals in der Öffentlichkeit den Eindruck eines Mannes von strahlender Gesundheit, der in einem Fort zu uns sprach und mit überwältigender Lebendigkeit Fragen beantwortete. Tatsächlich hatte er sich 4 Tage lang darauf vorbereitet, die ganze Zeit ruhend, ohne sich vom Fleck zu rühren, und alle seine Kräfte genau dort in seinem Körper sammelnd, wo er sie brauchte. Nach der Vorlesung war er völlig erschöpft. Er war noch tagelang danach ohne Kräfte und konnte sich weder bewegen noch sprechen. Am Ende seines Lebens war er hier ziemlich krank. Er betrachtete die Speisekarte und konnte nichts essen wegen Problemen mit seinen Zähnen. Er betrachtete immer wieder die Karte und sagte nach 20 Minuten, gut, ein Püree und ein Cognac. Und er sagte, meine Möglichkeiten sind begrenzt. Ich kenne keinen zweiten Fall, wo ein Mensch dermaßen auf den Tod vorbereitet war wie er. Das heißt, schon lange war festgelegt worden, wer was tun würde nach seinem Tod. Welche seiner Bücher, seiner Materialien wer übernehmen würde. Wer was wie verwalten sollte. Das Paradoxe war, dass er so vorbereitet war und dennoch nicht sterben konnte. Auf die Frage, brauchst du etwas, antwortete er dann, ich brauche den Tod. Jetzt will ich... Aus seinen Augen und seinem Körper sprach eine große Müdigkeit und eine Sehnsucht nach Freiheit und nach den Blumen des Mount Arunachala. Das letzte Jahr war furchtbar. Er ging nicht mehr aus dem Haus. Das war schrecklich. Mehr möchte ich nicht sagen.
In der Nacht vom 14. auf den 15. rief mich Michel Kokosowski in Moskau an und teilte mir mit, dass Grotowski gestorben war. Die metaphysische Bedeutung dieses 14. ist außergewöhnlich. Es ist das Symbol für eine Wiedergeburt. Das Datum des 14. symbolisiert den Übergang von einer Wesenheit in eine andere. Es ist kein Sterbedatum, sondern das Datum einer Wiedergeburt eines kommenden, anderen Lebens. Какой-то последующий другой жизни.